Entfesselt von Catherine Taylor. Es liest Jara Blümel. Für M., der meine Welt zum Klingen bringt. Ich bin so furchtbar aufgeregt, dass mir die Hände zittern. Damit das niemand merkt, halte ich sie schon seit einer Weile verschlungen auf meinem Schoß. Bei der Spiele abwesend mit dem Verschluss des Sicherheitsgurtes lasse ihn auf und zuschnappen. Wir sind gleich da. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Endlich, Miss, Sie müssen den Gurt bitte geschlossen halten. Wir sind schon im Landeanflug. Die aus dem Nichts aufgetauchte Stewardess groß, blond, braungebrannt und wahnsinnig schlank, deutet auf das erleuchtete Zeichen auf der Konsole über unseren Köpfen. Hastig nicke ich und lasse das Metallteil wieder einrasten. Meine Entschuldigung nimmt sie nicht zur Kenntnis, sondern lächelt kurz meinen Sitznachbarn am Fenster an, der von seiner Zeitung aufgeblickt hat und sie, wie immer, wenn sie kommt, freundlich anstrahlt. Dann setzt sie ihre Inspektion fort und geht weiter. Der Mann blickt ihr nach. Als er merkt, dass ich ihn dabei beobachte, runzelt er vorwurfsvoll die Stirn und sieht mich böse an, so als wäre es ein Vergehen, die Stuartes zu ärgern, bevor er sich wieder seiner Zeitung widmet. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er mich seit dem Abflug in Chicago überhaupt richtig wahrgenommen hat. Nicht, dass das schlimm wäre, ich will ihm nicht gefallen. Es ist nur irgendwie frustrierend, denn selbst wenn ich ihn attraktiv fände, dann hätte ich gegen die große Blondine mal wieder keine Chance weil ich genau das Gegenteil bin. Klein und blass. Blond bin ich zwar eigentlich auch, aber rotblond, mit Betonung auf Rot. Es ist das Einzig Auffällige an mir. Aber da es jener Rotton ist, der gleichzeitig dafür sorgt, dass ich auch in der Sonne stets nur krebsrot anlaufe und niemals richtig braun werde, ist es eine Aufmerksamkeit, auf die ich verzichten könnte. Meine Schwester Hope versucht immer die positiven Seiten daran zu sehen, und findet, dass ich aussehe wie eine englische Rose. Aber vermutlich will sie mich nur trösten, weil sie selbst auch zu den goldblondbraun gebrannten Schönheiten dieser Welt gehört, die auf Männer wie meinen Sitznachbarn eine wesentlich größere Wirkung haben. Heimlich beobachte ich ihn aus den Augenwinkeln. Er sieht ganz gut aus. Eigentlich. Dunkle Haare, gepflegt, gut sitzender Anzug. Das Jackett hat er schon beim Start ausgezogen. Und wenn er die Arme hebt, dann riecht man den Schweiß unter seinem Aftershave. Aber lange muss ich das zum Glück nicht mehr aushalten, denn wir sind ja bald da. Automatisch fangen meine Hände wieder an, mit der Gurtschnalle zu spielen. Den Mann am Fenster habe ich vergessen. Stattdessen starre ich auf den blauen Stoff auf der Lehne vor mir und wieder fängt mein Herz an, schneller zu schlagen, weil ich so aufgeregt bin. Ich bin tatsächlich auf dem Weg nach England. So richtig fassen kann ich das immer noch nicht. Es ist mein erster Auslandsaufenthalt. Na ja, mal abgesehen von einer Woche Urlaub in Kanada mit meiner Familie, als ich 13 war. Aber die zählt nicht. Und diesmal sind es auch nicht nur ein paar Tage, sondern gleich drei Monate. Ich seufze tief. Eigentlich bin ich sicher, dass es eine tolle Erfahrung werden wird. Aber die Tatsache, wie weit weg ich jetzt von allem bin, was ich kenne, macht mir auch ein bisschen Angst. Das wird sich finden, Grace, beruhige ich mich. Bestimmt tut es das. Liebes, Sie haben doch gehört, was die Steward das gesagt hat. Sie müssen angeschnallt bleiben. Die nette ältere Dame am Gang reißt mich aus meinen Gedanken, als sie mich anspricht. Freundlich tätschelt sie meine Hand, während ich hastig den Gurt wieder schließe. Sie sieht mich fragend an. So nervös sind Sie. Ich beiße mir auf die Unterlippe und nicke. Am liebsten würde ich ihr die ganze Geschichte über meine Reise und das, was mich an meinem Ziel erwartet, nochmal erzählen. Nur habe ich Sie damit schon die letzten Stunden am Schlafen gehindert, deshalb schweige ich. Sie hat mir zwar versichert, dass sie in Flugzeugen ohnehin kein Auge zubekommt, aber vielleicht war das nur britische Höflichkeit. Sie ist in Wirklichkeit furchtbar müde und hält mich für total überreizt. Sie heißt Elizabeth Armstrong und kommt aus London. Gerade hat sie einen ihrer drei Söhne besucht, der in Chicago lebt. Aber jetzt ist sie sehr froh, wieder nach Hause zu kommen. Ich weiß noch mehr über sie: alles eigentlich. Wie viele Enkel sie hat: drei und viel zu wenig, wie sie findet. Dass sie ungern fliegt: wer nicht. Und dass sie noch immer ihren Mann vermisst, der vor acht Jahren gestorben ist. Einfach so an einem Herzinfarkt. Er hieß Edward. Flugzeuge sind eng und Transatlantikflüge lang. Da bleibt es nicht aus, dass man sich gut kennenlernt. Wenn man ein kommunikativer Typ ist und nicht so ein auf Blondinen fixierter Eigenbrötler wie der transpirierende Kerl am Fenster. Deshalb weiß Elizabeth Armstrong im Gegenzug auch alles über mich: dass ich Grace Lawson heiße. 22 bin, Wirtschaftswissenschaften an der Universität Chicago studiere und auf dem Weg nach London bin, weil ich das unglaubliche, grandiose, völlig unfassbare Glück hatte, den heiß begehrten Praktikumsplatz bei Huntington Ventures zu bekommen, auf den ich so gehofft hatte. Ich weiß gar nicht, wie oft ich meiner geduldigen Sitznachbarin während des langen Fluges die Details der Firma heruntergebetet habe, die ich inzwischen alle auswendig kann. Dass es sie seit acht Jahren gibt, und dass sie sich in der Zeit zu einem der erfolgreichsten Investmentunternehmen weltweit entwickelt hat. Und dass dieser Erfolg vor allem auf dem innovativen und sehr beeindruckenden Konzept des Firmengründers Jonathan Huntington beruht, Patente und frische Ideen aus Technik, Industrie und Handel mit den richtigen Geldgebern zusammenzubringen, sodass ertragreiche Produkte und Projekte daraus entstehen. Auf den Mann, der hinter all dem steckt, bin ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch ziemlich gespannt. Jonathan Maxwell Henry Viscount Huntington, Mitglied des britischen Hochadels, extrem umtriebig, was die Erweiterung seiner Geschäfte angeht, und laut einschlägiger Boulevardblätter außerdem einer der begehrtesten Junggesellen Englands. Ich habe Hope ein Bild von ihm gezeigt, das ich in einer Zeitschrift entdeckt habe, und sie fand, dass er zwar wirklich gut, aber auch total arrogant aussieht, womit sie recht hat. Aber vielleicht ist das ja auch kein Wunder. Bei dem Erfolg, den er hat, wäre ich das vielleicht auch. Ich erinnere mich noch gut an das Foto. Darauf war er mit zwei wunderschönen, glamourösen Frauen zu sehen: Models mit perfekten, nur spärlich bedeckten Körpern, die an seinem Arm hängen und ihn anhimmeln. Aber keine der beiden ist seine Freundin, wenn das stimmt, was in dem dazugehörigen Artikel stand, weil er nämlich keiner hat. Und verheiratet ist er auch nicht, was mich ein bisschen wundert. Denn er sieht mit seinen dunklen Haaren und den auffällig blauen Augen wirklich unglaublich gut aus. Warum so ein attraktiver Mann wohl noch ungebunden ist? Ich seufze wieder. Das ist nicht dein Problem, Grace, erinnere ich mich. Du wirst ihm vermutlich nicht mal begegnen. Schließlich leitet er das Unternehmen und wird kaum Zeit haben, jede Praktikantin persönlich zu begrüßen, selbst wenn sie weit gereist ist. Wird sie denn eigentlich jemand am Flughafen abholen? Elizabeth Armstrong klingt ehrlich besorgt. Ich brauche einen Moment, um wieder in die Realität zurückzufinden. Nein, ich werde mit der U-Bahn in die Stadt fahren oder ein Taxi nehmen. Letzteres wird, falls es nötig sein sollte, ein ziemlich großes Loch in meiner Spates reißen. Es ist auch nur mein Plan B, falls das mit der U-Bahn total schief geht. Ich kann nur hoffen, dass ich mich schnell zurechtfinde, in der richtigen Linie lande und mein Ziel pünktlich erreiche. Sonst bleibt mir nur ein Taxi. Denn die Zeit ist knapp. Der Flieger, in dem ich sitze, war die günstigste Verbindung von Chicago nach London, aber er soll planmäßig um 8 Uhr, also in einer Viertelstunde, landen. Und um 10 Uhr habe ich bereits einen Termin mit Annie French, einer Mitarbeiterin von Huntington Ventures, die mich am Empfang der Firma erwartet, um ihr alles zu zeigen und mich in meine Tätigkeit einzuweisen. Und die Firma liegt in der City of London, genau im Zentrum der Stadt. Wenn man mit einrechnet, dass ich an der Gepäckausgabe noch auf meinen Koffer warten muss, dann wird das alles verdammt eng. Und ich kann nur hoffen, dass die Londoner Rush Hour in Wirklichkeit nicht ganz so chaotisch ist, wie man immer hört. Am Ende haben wir fast 20 Minuten Verspätung, als wir in Heathrow landen. Und es dauert nochmal eine halbe Ewigkeit, bis die Maschine endlich ihre Parkposition erreicht hat. Unruhig trommle ich mit den Fingern auf die Lehne, zähle die Minuten, die mir durch die Finger rennen. Auch der Weg zur Gepäckausgabe ist weit. Und natürlich sind unsere Koffer noch nicht da, als wir kommen. Das Rollband steht noch, während darüber die Anzeige mit unserer Flugnummer blinkt. Siedend heiß fällt mir ein, dass ich die Zeit nutzen muss, um mich frisch zu machen und umzuziehen. Deshalb laufe ich in die nächstgelegene Damentoilette und betrachte mich kritisch im Spiegel. Das habe ich während des Fluges auch mehrfach gemacht und das Ergebnis ist immer noch das gleiche. Soweit alles okay. Schnell schlüpfe ich in eine der Kabinen, ziehe die Jeans aus, die ich bis jetzt anhatte, und tausche sie gegen den engen schwarzen Rock und eine Seidenstrumpfhose, die ich die ganze Zeit in meiner Handtasche hatte. Das gleiche passiert mit dem grünen Poloshirt, das ich durch eine schwarze Bluse ersetze. Mein einziges farbliches Zugeständnis ist ein buntes Seidentuch, das zum Rotton meiner Haare passt. Schnell stopfe ich die alten Sachen zurück in meine Tasche, die so groß ist, dass vermutlich mein halber Kleiderschrank reingepasst hätte und die aus genau dem Grund meine treue Begleiterin ist, und trete zurück vor den Spiegel. Perfekt. Meine Mutter würde es zu dunkel finden. Sie möchte immer, dass ich etwas Freundliches anziehe. Aber mir gefällt es so. Mit den roten Haaren bin ich schon bunt genug. Noch mehr auffallen muss ich definitiv nicht. Apropos Rotschopf. Meine Haare wellen sich nicht mehr ganz so perfekt über meine Schultern wie vor dem Abflug. Aber mit ein bisschen Zurechtzupfen kriege ich das schnell wieder hin. Es lebe der Schaumfestiger. Und auch mein Make-up, ohnehin nur dünn aufgetragen, lässt sich schnell auffrischen. Ein bisschen Puder, Wimperntusche und Lipgloss. Fertig. Meine grünen Augen blicken mich müde an. Die Nacht war kurz und langsam merke ich es. Aber was soll's? Ich bin jung und den Schlafmangel nehme ich gerne in Kauf für die 200 Dollar, die ich durch das billigere Flugticket gespart habe. Neben mir im Spiegel taucht plötzlich Elizabeth Armstrong auf und löst die Frau ab, die bis eben neben mir gestanden hat. Erstaunt, aber erfreut blicke ich mich zu ihr um. Na, Liebes? Noch ein paar letzte Schönheitskorrekturen? Dabei haben Sie das im Gegensatz zu mir doch noch gar nicht nötig. Sie zwinkert mir zu. Dann gehen sie herzhaft und lässt sich kaltes Wasser über die Hände laufen. Wusste ich es doch. Sie ist müde und ich bin schuld weil ich sie nicht habe schlafen lassen. Trotzdem lächelt sie, während wir uns beide die Hände waschen, und ich muss es einfach erwidern. Sie erinnert mich ein bisschen an meine Großmutter Rose zu Hause in Leicester, Illinois, dem kleinen Städtchen, in dem ich aufgewachsen bin. Grandma sieht zwar ganz anders aus, sie hat ihr Leben lang draußen gearbeitet und ist mit der zarten Elizabeth in keiner Weise zu vergleichen, aber sie besitzt auch diesen verschmitzten Humor. Ich muss ja gut aussehen, wenn ich mich gleich vorstelle, erkläre ich unnötigerweise. Denn meine Mitreisende wird sich das gedacht haben, nachdem ich ihr während der letzten Stunden gefühlte 370 Mal erklärt habe, wie wichtig mir das Praktikum ist, das ich gleich antreten werde. Sie nickt nur. Vielleicht holt sie ja doch noch jemand ab, sagt sie, und geht zu dem Trockenautomaten hinüber, um sich von dem Turbogebläse das Wasser von den Händen pusten zu lassen. Das Summen ist so laut, dass ich fast das Klingeln meines Handys überhöre. Ich habe es schon beim Verlassen des Flugzeugs wieder angestellt, nur für den Fall, dass man mir von Huntington Ventures irgendwelche wichtigen Nachrichten hinterlassen hat. Aber damit habe ich meine Bedeutung für die Firma offensichtlich überschätzt. Denn die einzige, die mir eine SMS geschickt hat, ist meine Schwester. Und sie ist auch jetzt diejenige, die mich sprechen möchte. Das erkenne ich auf dem Display. Hastig wische ich mir die Finger an meinem Rock ab und nehme den Anruf entgegen. Hey Gracie, bist du gut gelandet? Es tut so gut, Hopes vertraute Stimme zu hören, dass ich kurz schlucken muss. Ja, gerade eben. Jetzt warte ich auf meinen Koffer. Moment mal. Ich drücke das Handy gegen meine Brust und verabschiede mich von Elizabeth, die mir den Oberarm tätschelt und mir viel Glück wünscht, bevor sie einen Lippenstift aus ihrer Handtasche holt und sich vorbeugt, um ihn zu erneuern. Im Spiegel zwinkert sie mir noch einmal zu, und ich hebe die Hand, bevor ich die Tür aufstoße und mit dem Handy schon wieder am Ohr zurück in die Halle gehe. Die Koffer kommen gerade, und während ich auf meinen warte, der natürlich wieder zu den Letzten gehört, die auf dem Band erscheinen, fasse ich Hope den Flug zusammen. Ich genieße es, mit ihr zu reden. Sie ist ein Stück Normalität für mich, und das kann ich in meinem nervösen Zustand sehr gut gebrauchen. Und was jetzt? fragt sie. Als ich gerade das schwarze Monstrum vom Band hebe, das ich mir von Mom geliehen habe, weil ich mit drei Taschen hätte reisen müssen, um genauso viel hineinzubekommen. Als der Koffer vor mir steht, schiebe ich den Griff hoch, danke meinem Schöpfer, dass er Rollen hat, auch wenn mir das Gewicht trotzdem fast den Arm auskugelt, und ziehe ihn entschlossen in Richtung Zoll. Jetzt muss ich mich beeilen, damit ich es noch rechtzeitig schaffe. Hast du den schwarzen Rock und die schwarze Bluse an? Ja, wieso? Hope kichert. Weil ich das befürchtet habe. Sieht das nicht aus? Entsetzen erfasst mich. Hätte sie mir das nicht früher sagen können? Doch. Aber es ist so typisch für dich, dass du versuchst, dich zu verstecken. Das hast du überhaupt nicht nötig, Gracie. Du bist total hübsch. Und das wird den Engländern nicht entgehen, glaub mir. Und außerdem passt schwarz doch gar nicht. Das ist keine Frühlingsfarbe. Ich hätte ihr gern geglaubt. Wirklich. Aber Hope hat gut reden mit ihren Traummaßen. Wenn ich einen Meter 75 blond und sportlich wäre, hey, dann würde ich vermutlich gar nichts tragen oder sehr viel weniger als jetzt. Aber bei ihr schlagen eben die skandinavischen Wurzeln unserer Familie durch. Ich dagegen scheine von irgendeinem Urahn die wenigen irischen Gene abbekommen zu haben, die noch da waren. Denn sonst ist keiner meiner Verwandten rothaarig, nicht mal mein Vater. Jedenfalls soweit ich mich erinnern kann. Denn es ist schon eine Ewigkeit her, dass ich ihn gesehen habe. Und ich bin auch die Einzige, die klein und kurvig ist. Nicht dick, das nicht, aber eben doch gerundet. Wo diese beneidenswerten Frauen wie meine Schwester oder die des sportlich straff sind. Schwarz macht schlank, okay? Ich nestle meine Papiere aus der Tasche, die ich gleich vorzeigen muss. Ich ruf dich wieder an. Plötzlich klingt Hopes Stimme besorgt. Pass auf dich auf, ja, Gracie? Und versprich mir, dass du dich heute Abend meldest und mir alles erzählst, jedes Detail. Ich verspreche es ihr und lege mit einem selbstironischen Lächeln auf. Sie ist meine kleine Schwester und führt sich auf wie meine Mutter. Aber vielleicht zu Recht. In vielerlei Hinsicht ist Hope die erfahrenere von uns. Seufzend stecke ich das Handy weg. In England war sie allerdings noch nie. Das ist dann jetzt mal etwas, das ich ihr voraus habe. Der Mann am Schalter guckt nur kurz in meinen Pass und auch die Zollbeamten filzen mich nicht. Ich sag's ja. Abgesehen von meinen Haaren bin ich total unauffällig. Niemand achtet auf mich. Deshalb geht es schnell und ich bin schon fast am Ausgang, passiere die Tür, durch die es hinaus ins Flughafengebäude geht. Dahinter stehen so unerwartet viele Menschen, dass ich erschrocken stehen bleibe und ein Mann mich von hinten umläuft. Er sieht mich irritiert an, dann eilt er weiter. Danke schön. Keine Ursache. Du mich auch. Leute strömen an mir vorbei, eilen auf winkende Verwandte oder Freunde zu. Schilder mit Namen darauf werden hochgehalten. Menschen finden sich, umarmen sich, werden in Empfang genommen. Auch Elisabeth läuft an mir vorbei auf einen jungen Mann zu, der sich sichtlich freut, sie zu sehen und sie in die Arme schließt. Auf mich achtet sie nicht mehr. Ich will mich nicht verloren fühlen. Deshalb rücke ich entschlossen meine Handtasche zurecht und sammle mich. Es wird Zeit, ich muss weiter. Mit einem Ruck setze ich mich wieder in Bewegung, um nach einem Hinweis auf die U-Bahn zu suchen. Nur um eine Sekunde später erneut stehen zu bleiben, als mein Blick an einem Mann hängen bleibt, der aus der Menge heraussticht. Er steht lässig da, die Augen unverwandt auf den Ausgang gerichtet. Auf mich? Mein Herz setzt aus. Holpert aber sofort wieder los, als ich das Lächeln sehe, das um seine Lippen spielt. Fast unmerklich nickt er mir zu. Jonathan Huntington. Nein, das kann nicht sein. Ich blinzle. Aber er steht noch da. Er ist es. Ganz bestimmt. Auch wenn er in Natura noch viel attraktiver ist als auf dem Foto in der Zeitschrift. Er löst die Arme, die er vor der Brust verschränkt hatte. Seine Haltung wechselt von abwartend zu aktiv. Es kommt Bewegung in ihn, auch wenn er stehen bleibt. Er sieht mir entgegen. Er erwartet mich. Oh mein Gott! Meine Füße setzen sich von selbst in Bewegung. Wie im Traum bewege ich mich auf ihn zu. Hallo, Mr. Huntington. Ich stehe jetzt direkt vor ihm und strecke die Hand aus. Ich bin Grace Lawson. Während ich auf ihn zugegangen bin, hat er mich nicht aus den Augen gelassen. Augen, deren Blau schon auf dem Foto faszinierend war. Aber in echt ist es anders, tief, schillernd. Ich starre hin, sauge jedes Detail an ihm in mich auf. Er ist groß, viel größer als ich dachte, und ganz in Schwarz gekleidet. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, schwarzes Jackett. Wie ich? Nur, dass er natürlich keinen bunten Schal trägt, haha. <laughs> seine Haare sind auch schwarz und auf eine verwegene Art lang. Sie fallen ihm in die Stirn und leicht über den Kragen. Im Gegensatz zu mir ist seine Haut gebräunt, was den Kontrast zu seinen strahlend blauen Augen noch krasser macht. Außerdem hat er sich heute offenbar nicht rasiert, denn es liegt ein dunkler Schatten auf seinen Wangen. Das alles nehme ich in der Sekunde wahr, in der meine Hand zwischen uns in der Luft schwebt, ohne dass er sie ergreift. Mein Blick huscht zu seinem Mund. Das Lächeln, das vorher auf seinen Lippen gelegen hat, ist jetzt nicht mehr da. Und der leere Ausdruck auf seinem Gesicht macht mich plötzlich unsicher. Er sieht mich an, als sei ihm völlig unverständlich, was ich von ihm will. Ich räuspere mich, lasse die Hand ausgestreckt. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Sure. Ist er nicht adlig? Wie redet man so jemanden an? Verdammt! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass Sie mich abholen. Aber ich freue mich auf das Praktikum. Sehr sogar. Das ist für mich wirklich sehr. Die letzten Worte stoße ich nur noch abgehackt aus, denn irgendetwas stimmt hier nicht. Jonathan? Eine tiefe Stimme mit einem merkwürdigen Akzent, den ich nicht zuordnen kann, erklingt direkt hinter mir. Und als ich erschrocken aufblicke, steht da ein Mann. Ein Japaner. Er ist nicht ganz so groß wie Jonathan Huntington, aber doch so groß, dass ich mich zwischen den beiden wie ein Zwerg fühle. Dahinter stehen noch zwei Männer, auch Japaner, aber kleiner, offenbar die Entourage des ersten. Und erst jetzt fällt mir auf, dass ein blonder Hühner und ein etwas kleinerer braunhaariger Mann, beide im Anzug, dichter hinter Jonathan Huntington getreten sind, so als wollten sie ihm im Zweifel zu Hilfe eilen und alle sehen mich auf die gleiche irritierte Weise an. Oh Gott, mir wird heiß und kalt, als ich begreife, was für einen unglaublich peinlichen Fehler ich da gemacht habe. Jonathan Huntington ist nicht hier, um die neue Praktikantin aus Chicago abzuholen. Er wartet auf den japanischen Geschäftsmann hinter mir, der durch einen grausamen Zufall genau zur gleichen Zeit angekommen ist. Ich habe mich gerade ganz fürchterlich blamiert. Fürchterlicher als fürchterlich. Grausam und verzeihlich fürchterlich. Quälende Sekunden lang sagt niemand etwas und ich winde mich innerlich. Vor Verzweiflung schließe ich die Augen und fühle fast gleichzeitig, wie sich eine Hand warm um meine schließt, die ich immer noch ausgestreckt habe. Als ich die Augen wieder aufreiße, sieht Jonathan Huntington mich an. Es ist seine Hand, die meine hält. Fest, angenehm, beruhigend. Er lächelt. Und ich sehe, dass an einem seiner Schneidezähne eine ganz kleine Ecke fehlt. Was einem Lächeln etwas Jungenhaftes gibt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und das mir die Knie ganz weich macht. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass mir das alles so unglaublich peinlich ist, dass meine Beine mich einfach nicht mehr tragen wollen. Miss Lawson, wie schön. Er hat immer noch keine Ahnung, wer ich bin. Aber er rettet mich. Die Wärme seiner Hand breitet sich in meinem Körper aus. Du musst dich entschuldigen und gehen, sagt eine Stimme in mir laut und deutlich. Aber ich bin wie festgefroren, starre wie hypnotisiert in Jonathan Huntingtons Gesicht und kann immer noch nicht fassen, wie attraktiv er ist. Dann lässt er meine Hand los und ich komme wieder zu mir. Er deutet auf den großen Japaner, dessen Alter ich schwer schätzen kann. Darf ich Ihnen Yuto Nagako vorstellen? Einen Geschäftsfreund von mir, der eben aus Tokio angekommen ist. Ich drehe mich um und nicke dem Mann zu, der mich auf eine merkwürdig durchdringende Art ansieht. Jonathan Huntington nennt auch die Namen der anderen vier, die schweigend den Kopf neigen. Aber ich kann mir nur merken, dass der große Blonde mit Vornamen Steven heißt. Die anderen habe ich sofort wieder vergessen. Mein Gehirn kann keinen vernünftigen Gedanken fassen. Und Sie sind unsere neue Praktikantin, Miss Lawson? hakt Jonathan Huntington nach. Er sagt es irgendwie komisch, von oben herab, und etwas in seinem Tonfall weckt meinen Widerstand. Bestimmt total arrogant. Das waren die Worte meiner Schwester, als wir uns damals zusammen sein Foto angesehen haben. Offenbar hatte sie recht. Andererseits sickert die Tatsache, dass er mich nicht bloßgestellt hat wegen meines schrecklichen Irrtums, langsam vollständig in mein Gehirn, und meine Dankbarkeit überwiegt alle anderen Empfindungen. Wenn das die feine englische Art ist, dann nehme ich eine gewisse Arroganz gerne in Kauf. Ich, ja, aus Chicago, stammle ich, so als würde das erklären, wieso ich mich so unglaublich dämlich aufgeführt habe. Der Japaner wird ungeduldig, man sieht es ihm an. Mein Gefühl sagt mir, dass ich bei ihm mit einem solchen Auftritt nicht so glimpflich davon gekommen wäre. Zumindest deute ich den Blick so, mit dem er mich immer noch fixiert. Endlich scheint mein Gehirn aufzuwachen. Ich hatte Glück und muss mich vielleicht nicht für den Rest meines Lebens in Grund und Boden schämen, weil ich so naiv bin, dass es weh tut. Aber wenn ich noch lange hier herumstehe, dann ändert sich das vielleicht doch noch. Ich muss dann jetzt auch weiter zur U-Bahn, weil ich ja gleich einen Termin habe. Ich sehe Jonathan Huntington an und die ganze Sache ist so absurd, dass ich mit den Schultern zucke und ein Lächeln nicht unterdrücken kann. Bei Ihnen erhebt erstaunt die Augenbrauen. Bei mir? Äh, ja, nein, ich meinte, in Ihrer Firma. Sie wissen schon, das Praktikum. Praktikum.